Der Moment ist gekommen. Es geht tatsächlich mit der RSV Limo weiter, beziehungsweise dem Block. Ihr habt lange darauf gewartet, weil wir mussten noch einen Teil anfertigen lassen. Da geht es heute drum. Aber erstmal, wir sind wieder bei David Motorentechnik. Hallo. Heute gibt es wieder geballtes Fachwissen. Und jetzt geht's los. Wir wollen die Zylinderköpfe montieren. Vielleicht. Ja, gucken wir mal, was passt. Noch hat er gar nicht gesehen, was ich mitgebracht habe, aber das gucken wir uns jetzt gleich als allererstes an. In der Zwischenzeit hast du untenrum alles fertig montiert? Ja. Dass du jetzt wirklich sagst, das ist jetzt soweit kurbeltriebmäßig? Ganz genau, zusammen. Taco. Mhm. Hatte schon kurz Angst, dass wir heute Steuerzeiten einmessen wollen, Nockenwellen einbauen und so weiter. Machen wir nicht. Dann wären wir nämlich 10 Stunden hier. Dazu kommt, ich weiß noch nicht, welche Nockenwellen. Aber wir können zumindest den Motor, wenn alles gut läuft, soweit fertig machen, dass ich ihn tatsächlich mitnehmen kann. Ja. Was ja dann schon so ein kleiner heiliger Moment und Fortschritt und so weiter ist. Mhm. Plan war theoretisch für diesen Motor stationärer Prüfstand. Klingt gut. Weil es ist halt aufwendig, diese Autos mittlerweile überhaupt irgendwie einzufahren. Dann mit der Trockensumpf, dann hat man das nicht so richtig im Blick alles. Mit Zahnriemen, mit Öl, wo wir letztes Mal drüber gesprochen hatten. Ganz schwieriges Thema mit Ölschäumen und so weiter. Deswegen war halt die Überlegung stationärer Prüfstand, das Ding einfach erstmal ein bisschen laufen lassen und mal so gucken, was passiert halt. Ne? Ja, ja. Wir machen sowas Ähnliches ja mit einem, ich sag nur Einlaufprüfstand, auf dem man zumindest prüfen kann, ob das Ganze dicht ist, ob es nicht irgendwo Leckagen hat, ob Öldruck stimmt, Temperatur, dass man schon mal einen groben Überblick darüber, über die Funktionsfähigkeit des Motors bekommt. Würden wir den da theoretisch aber auch rankriegen? Ich weiß nicht, wie das mit dem Getriebe ist. Und im Steuergerät, das ist ja bei uns, ist das ja einfach nur, ich sag mal, so ein Rohrgestell. Drei Kabel. Genau. Drei Kabel und fertig. Ja. Nee, aber mit der Trockensumpf, das sieht auf jeden Fall richtig geil aus. Eine größere Baustelle für mich wird nämlich definitiv noch Thema Getriebe, weil ich nicht mehr so viele Schrauben jetzt hier habe. Mhm. Das heißt, da hatten wir ja schon drüber gesprochen, den hier muss ich nochmal neu konstruieren, der hier angeschraubt ist. Den müssen wir jetzt versetzen um diese 15 mm von der Platte. Mhm. Das ist die nächste Sache, wo wir ran müssen. Reichen die Schrauben hier nicht? Weil bei den Amis sind meistens, ich sag mal, auch nur bis hierhin angeschraubt und der Rest ist frei. Das Problem ist ja, das sind nicht so viele. Also normalerweise haben wir hier unten an der Ölwanne nochmal welche. Mhm. Klar, das zieht immer nur in Alu rein. Ob das jetzt was bringt oder nicht, ist eine andere Sache. Aber wenn wir den mal drehen, geht das ja fast, sieht man hier ganz gut. Die Frage ist halt, diese Schraube zum Beispiel, wie stark will man die belasten? Die hier. Die ist halt genau in der Mitte vom Zylinder. So, ist halt immer schwierig. Ne? Habt ihr eine schlechte Erfahrung damit gemacht, dass sich das losraffelt oder so? Es gab damals mal ein Mythos. Die ersten, die diesen Motor auf diese 3 Liter gebaut haben, das heißt wirklich mit der großen Bohrung, da gab es wohl welche, die haben die Schraube da angezogen und der hintere Zylinder ist kaputt gegangen, weil du angeblich die Bohrung krumm ziehst. Vielleicht haben sie auch die Schraube einfach zu weit reingeschraubt. Weil die Schraube halt da wirklich so nah dran ist, ne? Also man muss ja überlegen, tatsächlich ist es so, das Drehmoment, das hier über die Getriebeflansche übertragen wird, ist das Drehmoment, das der Motor überträgt, plus Stoßfaktor, Schwingung und so weiter. Das heißt also, man muss so viel Drehmoment übertragen, wie die Schrauben hier am Flansch übertragen können. Mhm. Nur ist der Radius ja irgendwie 4-mal so groß oder 3-mal so groß. Mhm. Das heißt also, sie übertragen nur ein Drittel der Kraft. Mhm. Weil Kraft mal Hebel gibt Drehmoment und deshalb ist das meiner Meinung nach nicht so kritisch. Nicht so kritisch. Mhm. Schon mal gut. Also Schrauben weglassen. Die können wir nicht weglassen, weil der Anlasser noch mitgeführt ist. Ja. Aber diese hier sehe ich eigentlich auch entspannt. Man kann es sogar durchrechnen. Ein Hebelarm mal, ich sag mal so, Anzahl der Schrauben hier, Festigkeitsklasse, hier ist eine geringere Festigkeitsklasse. Ich denke, da hat man zumindest schon mal einen Überschlag, ob man überhaupt ungefähr hinkommt. Und wenn du dann Sicherheitsfaktor 1,5 oder 2 drin hast, dann so ist alles gut. Dann egal. Ja. Ja, du musst das mal am Flugzeugmotor sehen. Da hast du teilweise so einen 6-Zylinder-Flugzeugmotor, der vorne am Propeller reißt und der wird an der Bordspritzwand festgehalten mit keinem Mist 4 M6-Schrauben. Das ganze Drehmoment des Propellers reißt. Weil halt einfach Hebel so lang ist? Ja, genau, richtig. Krass. Okay, so, pass auf, wir müssen hier mal ein bisschen weiter nach vorne rausziehen, dass er dann komplett daran vorbeigeht. Na komm schon. Müsste schon reichen, ne? So, ja. Tja, das Objekt der Begierde. So, pass auf. Jetzt kommt Hightech aus Griechenland. Firma Custom Gasket. Die bieten tatsächlich an, in kleineren Serien Dichtung selber zu bauen. Die Schneidriegel gefallen mir gut. Das heißt, originale Dichtung hingeschickt.
und tatsächlich dieses Paket zurückbekommen. Das hier ist einfach nur relativ einfach gemacht. Und jetzt kommen in die Mitte drei solche Ringe. Das heißt, das ist unsere eigentliche Abdichtung von Zylinder zu Zylinderkopf. Und diese Pappe drumherum ist einfach nur noch da, Wasser und Öl abzudichten. So, jetzt war natürlich das Problem, dass wir ja schon unsere Nut hier im Block hatten. Ja. Weil eigentlich baut er diese Dichtung ohne Nut. Mhm. Dann hat man nämlich auf beiden Seiten einfach nur so kleine Rillen. Ich habe kurzzeitig überlegt, ob wir es einmal zusammenbauen, Kopf wieder runternehmen. Dann haben sie reingebissen. Das geht nicht. Weil der sagt, bis zu dreimal geht. Mhm. Kann natürlich nichts sagen, wie der Kopf nachher aussieht. Ja. So, weil diese ganz kleine Verzahnung, ich weiß nicht, ob man die gefilmt kriegt, weil die ist wirklich mini und auch wirklich spitz, die beißt sich natürlich hier in den Kopf rein. So. Die andere Seite hätten sie normalerweise auch so gemacht, da wir jetzt halt schon die Ringe am Block hatten, hat er auf der anderen Seite einen Ring gefertigt, der sich so in die Nut wohl so leicht anlegen soll. Und der passt. Das haben wir noch nicht getestet. Das ist genau jetzt der Moment, wo der Frosch ins Wasser rennt. Ja. Gut. Passt. Ich bin bei der letzten Dicke geblieben. Ich hätte jetzt die Kopfdichtung dicker oder dünner machen sollen. Da hatten wir so ein bisschen über die Verdichtung gerätselt, aber ich habe auf euren Rat gehört und bin bei 1 Millimeter geblieben, sodass wir jetzt verdichtungsmäßig genau sind, wie er letztes Mal ausgegliedert hat. Ne? Mhm. Okay, das haut mich aber auch jetzt gerade um, weil gucken, ob wir das einfangen können. Wieder hier so. Kann man wirklich so. Lass ich reindrücken. Das sieht schon alleine geil aus, ne? Das ist BMW Turbo-Style aus den 80ern. Da gab es das auch. Man hat halt hier jetzt den Vorteil, also ich sage immer bei diesen, bei diesen Motoren mit, ich sag jetzt mal, 4 Bar Ladedruck und dann noch einem viel, viel krasseren Zylinderdruck, ist das eigentlich immer die Stelle, die man am schwierigsten oben kriegt, die Zylinderkopfdichtung. Ja. Weil hier sind einfach Kräfte drin, wenn der Kolben oben ist und da richtig mit Futten, mit Schmackes, richtig Sprit drin ist, dann ist das immer das ein Problem. Und diese Lösung mit diesem Feuerring soll wohl... Vorsicht, da ist Öl. Soll wohl richtig gut funktionieren. Ist bestimmt beschichtet, die Dichtung oder sowas, und klebt so ein bisschen. Müssen wir vorher das Öl runterwischen. Es gibt die, ich sag mal vorsichtig, die Möglichkeit, diese Dichtung jetzt mit so einem Kupferspray noch einzusprühen oder so. Er sagt, es geht aber auch ohne. Was würdest du dazu sagen? Sieh mal her. Die ist sehr glatter, klebt nichts. Ich glaube, da wäre Kupferspray angesagt. Weil wenn das jetzt so eine, wie so eine Seriendichtung wäre, die fasst du an und da hast du schon so ein klebriges Gefühl drauf. Die kleben sich richtig fest und wenn die dann warm werden, verbacken die mit dem Motor so ein bisschen. Mhm. Die musst du dann hinterher richtig runterziehen. Da hast du ja noch eine gewisse Hilfe gegen Leckagen. Und die scheint mir ein bisschen hart zu sein. Mhm. Das heißt nicht, dass sie nicht funktioniert. Mhm. Aber sie hat ja auch eine Profilierung hier. Und ich kenne das Material nicht. Es muss ja auch eine gewisse Festigkeit haben, dass es sich nicht einfach platt quetscht. Mhm. Kupferspray schadet nicht. Mhm. Habt ihr das da? Ja. Gut. So, als allererstes wischen wir hier mal einmal ein bisschen so das Öl weg, dass wir uns das mal angucken können. Eine Sache suche ich auch gerade noch. Wir brauchen theoretisch noch diese Stifte. Weiß ich nicht gerade, ob wir nicht letztes Mal schon gesucht hatten. Notfalls drehe ich eben welche. Das geht. Oder hatten wir letztes Mal schon welche gedreht? Auch das ist möglich. Wir drehen immer wieder welche. Dann müssen wir aber auch wirklich das Ganze entfetten hier. Sonst klappt das mit dem Kupferspray nicht. Aber ist ja kein Problem. Aber das sieht schon geil aus. So, man kann diesen äußeren Teil kann man auch einzeln bekommen. Mhm. Das heißt, wenn wir später mal den Kopf runternehmen müssen, die können tatsächlich angeblich bis zu dreimal draufbleiben. Ist wahrscheinlich eine Erfahrungssache. Muss man sich am Ende angucken. Ne? Mhm. Hängt ja davon ab, wie der Motor gewütet hat. So, witzige Sache. Aber selbst wenn man jetzt hier so rüberfasst, dann merkt man schon, wie sich das da reinbeißen wird. Ja, klar. Ich überlege, ob es irgendwie eine Möglichkeit gibt, jetzt zu überprüfen, dass wir nicht irgendwie uns gleich den richtigen Bockmist bauen. Und der Kopf in der Luft denkt, meinst du? Ja, oder anziehen und es einfach nur knack macht, weil da solche Hebelwirkungen irgendwie drauf sind. Also wichtig ist ja nur, dass die, wenn wir mit dem Messschieber messen, dass die Schneidringdichtung ein paar Zehntel dicker ist als die Kopfdichtung. Aber nicht irgendwie einen halben Millimeter dicker oder sowas. Mhm, auf der anderen Seite ist es ja so, sie hat ja hier die Auflage, er hat die Dichtung geliefert, er sollte wissen, was er tut. Ja, eigentlich ja, aber wie gesagt, lieber immer überprüfen, bevor es knack macht. Ja. Ne? Und da muss ich einen Messschieber holen.
Wir haben hier inklusive Rillen 1,13 mm. Sind also, die Dichtung ist 1,1. Die wird sie hier versetzen. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Das sieht gut aus. Mhm. Ja. Das heißt also, die Ringe werden sich in den Kopf beißen. Vielleicht 2 Zehntel, je nachdem, wie sich die senkt. Aber das ist gar nicht so unpassend. Haben die Griechen ihre Aufgaben gut gemacht? Ja, sieht so aus, so dass ich das beurteilen kann. Weil die gepresste Dichtung ist ja hinterher etwas dünner als das, was wir jetzt messen. Ungepresst 1,09. Das heißt, gepresst werden wir ziemlich genau bei 1 mm sein, dass wir so ungefähr vorhatten. Ja, 1,03 sagt er jetzt. Und hier. Dann sind wir nämlich genau bei unserer Quetschkante, die wir auch haben wollten, von 1 mm. Ja. Und fertig. Und ein weiterer Punkt, den ich auch extrem cool finde, ist, die machen diese Ringe gleich auf Bohrungsdurchmesser. Ja. Das heißt, der eigentliche Brennraum, der hier drin entsteht, ist wirklich... Hat keine extra Auflage, hat keine Kammer davor, sondern ist wirklich genau so, wie Kolben hoch und runter fährt. Das ist optimal. Träumen die Ami-Motoren von. Wo du optimal sagst, glaubst du, ist es jetzt von der Abdichtung her schon ans Optimal relativ nah dran? Ich denke ja. Begründen kann ich das mit praktischer Erfahrung, weil wir ja auch für verschiedene Tuner arbeiten. Einer davon hier in der Nähe, der Motoren ziemlich intensiv aufbläst. Mhm. Und das auf ähnliche Art und Weise, also mit den Schneidringen, ist die einzige Methode, die hält. Wenn ich die Köpfe runternehme, sagst du aber, auf jeden Fall muss geplant werden? Ja. Oder meinst du, die beißen sich ein zweites Mal rein? Sehr schwierig, sehr schwierig. Okay. Also man könnte es probieren, aber da müssten die Köpfe sehr, sehr präzise geführt werden. Es ist ein Risiko. Also die Ringe kann man mehrmals verwenden, aber ich würde, glaube ich, die Köpfe planen dann, ja. Mhm. Oder musst du ja gleich immer irgendwie 1-2 Zehntel runternehmen. Das ist ja nicht wenig. Ja. Also Dieselmotoren haben das serienmäßig, teilweise die LKWs. Die haben diese Schneidringe in die Serienkopfrichtung und Dichtung eingearbeitet. Wo dann natürlich viel, viel mehr Platz ist, weil alles so riesig ist. Nee, die haben Einzelzylinderköpfe. Die haben ungefähr diese Größe über den Daumen. Und die Dichtung hat Schneidringe. Und wenn du den Kopf runternimmst, dann siehst du, wie sie sich reingebissen haben. Mhm. Ja, ich habe die Stifte leider nicht gefunden. Gut, null Problem, ich drehe eben welche. Es dauert. Bräuchten wir 4 Stück leider davon. Länge das ist der Vorteil, mal eben schnell drehen. Wo hört man sowas heutzutage noch? Bin ja ein bisschen aufgeregt. So, was würdest du empfehlen? Welche Reihenfolge? Ja, erstmal Kupfer auf die Kopfdichtung sprühen. Mhm. Kupferspray. Mhm. Also erst Ringe, dann Kupferspray auf die Dichtung. Richtig. Dann die Dichtung reinlegen. Genau. Haben wir die Kopfschrauben schon und passen die Länge? Ja. Das sind Stehbolzen, die guten Pro Series von uns und die passen. Ja. Da ist ja ganz besonders, das zeigen wir gleich, dass der Kopf an sich hat ja keine große Auflagefläche. Mhm. So, das heißt, da sind so Stahleinsätze drin und diese Mutter ist eigentlich so, dass man sagt, das kann niemals funktionieren. Funktioniert aber tatsächlich. So, wir ziehen hier mal. So, hier sagt es ja, die sollten wir fettfrei machen. Ne? Das heißt, Kupferspray muss richtig fettfrei. Ja, auf jeden Fall. Es klebt ja. Mhm. Und wenn es nicht klebt, funktioniert es nicht. Ja, durch die Klebefunktion ab. Ist ja eine Dichtmasse im weitesten Sinne. Besonderes Mittel oder einfach Bremsenreiniger? Ja, wir nehmen Bremsenreiniger. Oder Koboldwasser. Koboldwasser? Eigentlich Isopropylalkohol, aber der Name hat sich bei uns eingebürgert, weil wir jemanden hatten, der das Zeug sehr, sehr gerne benutzte und so viel von dem Zeug verwendet hat, dass es ihm hinterher schwindelig geworden ist, wenn man zu viel davon einatmet. Ja, weil ich krieg immer Ärger, wenn wir irgendwelche Klebstoffe benutzen und wir dann Bremsenreiniger nehmen zum Saubermachen vorher. Ja. Das mögen die immer nicht so. Ja, ist auch giftig. Nee, also weil wo immer noch so dieser leichte Schlierfilm drauf bleibt. Ja, das ist so, dass der Bremsenreiniger zum Teil auch Duftstoffe enthält, die dann hinterher dort hängen bleiben. Und das geht mit, ich sag mal so, Isopropylalkohol, also Koboldwasser im Prinzip, schon deutlich besser. Echt? Ja, ja. Man sieht ja hier diese Verfärbung da, da sind ja solche komischen Fleckenfilme. Und mit dem Alkohol wird das weniger. Riecht doch 1:1 wie Desinfektionsmittel, ne? Ja, ist wahrscheinlich das Gleiche, ne? Ist das Gleiche. Ist exakt dasselbe. Ist das, was im Krankenhaus verwendet wird oder so. Ja, ja. Nur wenn man zu viel davon verwendet, wird man tatsächlich leicht benommen.
Das ist auch selten. Das haben wir jetzt in praktisch 25 Jahren zum ersten Mal gemacht. Gefühlt sieht ja der Kompressor fast größer aus als der Motor, ne? Ja, ist ein 671er. Das ist... Junge, dieser Riemen. Das heißt, den Motor habt ihr auch komplett ihr gebaut? Ja, oder, ja. Weil der sieht so ein bisschen auf der Palette aus, als wenn der aus Amerika so kommt, so ungefähr, ne? Nein, der geht von uns jetzt auf der Palette zum Kunden. Deshalb sieht er so aus. Das heißt, dass wir reden hier so von 800.000, 900.000 PS? Nein. Das Interessante ist, der Kunde wollte eigentlich nur was für die Show haben. Wie immer also. Ja, und der sollte so 600 PS haben, aber das geht fast gar nicht. Ich denke mal, der wird 700 oder ich habe keine Ahnung. Es ist einfach so, dass das ein 440er Mopar ist und mit der Nockenwelle der Verdichtung und den Köpfen, die wir da drauf haben, hätte der als Sauger schon so um die 450 PS. Dann kommt Ladedruck dazu, dann überspringt man die 600 so leicht, dass vor allem mit so einem großen Kompressor. Was macht so ein Kompressor an Ladedruck? Was denkst du da? Das wissen wir nicht. Das wird ja über die Riemenscheiben eingestellt. Müsste man auf dem Prüfstand oder unter Last im Auto messen. Ich denke nicht viel mehr als 0,5 Bar. Mhm. Oh, auf dem Hubraum und so? Das. Ja. Also Show hat er auf jeden Fall. Mhm. Weil gerade hatten wir im letzten Bereich auch schon mal drüber gesprochen, dass ihr die Blöcke immer so lackiert. Ne? Das sieht ja halt schon echt, echt geil aus. Ne? Macht der Guido. Vor allem auch, wie viele gefräste Teile hier so drin sind. Ja, der hatte ursprünglich sitzt da die Wasserpumpe. Aber mit dem Zahnriemen da vorne ist das wirklich fummelig. Und da habe ich jetzt diese Wasseradapter dran gebaut und eine elektrische Wasserpumpe montiert, für die ich das Steuergerät auch gebaut habe. Mhm. Und wir haben die Wasserflussrichtung umgekehrt. Mhm. Weil original geht es erst durch den Block, dann durch die Köpfe. Und wir haben es jetzt umgekehrt gemacht, erst durch die Köpfe, dann durch den Block, weil die Köpfe wärmer werden. Ah, weil bei meinem Motor zum Beispiel ist es ja auch so, erst durch den Block, dann aus den Köpfen quasi in den Kühler rein. Mhm. Genau, und hier haben wir es umgekehrt gemacht. Mhm. Krass. Ja, aber die Teile sehen schon geil aus. Ja, die sind aus Amiland. Was ist das hier? So Blow-Off-Board-mäßig? Ja. Das ist aus Amiland. Das ist, die Ansaugbrücke kannst du kaufen, die kostet ungefähr so um die $900 oder sowas. Die gibt es dann hier für 440er Mopar für den Kompressor. Zack, krass. Schweinegeil. Und irrsinnig laut, das Ding. Glaube ich. Aber wir haben den jetzt laufen lassen ohne Schalldämpfer. Und dann steht der eine auf der einen Seite des Motors, blitzt die Zündung ab, der andere auf der anderen Seite will den Verteiler drehen. Du kannst ihn nicht unterhalten. Kannst du nicht mehr wenden? Nein. Also ich sag mal, jeder Polizist ist deiner, wenn du damit fährst. Genau, richtig. Mhm. Der kommt aber in Pickup, der kommt nicht in einen normalen Pkw, weil im normalen Pkw passt ja nichts unter die Haube, der wird ja oben rausgucken. Mhm. Und im Pickup, der ist höher gelegt, hat man eventuell eine Chance, dass das mit einer Beule auf der Haube unter die Haube passt. Geil. Mhm. Geil. Der wird sich halt dann nur, als nächstes muss man gucken, was sagt das Verteilergetriebe dazu. Ja. Die Kette ist dann ja unendlich lang. Ja. Bitte sehr, der Herr. Ich würd nicht flächig draufgreifen irgendwie, was man schön an den Fingern kleben. Am besten machen wir das zusammen. Wir gucken mal im Vorfeld einmal, wie sie drauf sind. Da gehören die Zentrierstifte hin, da und da. Gibt es oben und unten? Ja, diese Nase kommt dahin. Mhm. Das heißt, am besten greifen wir außen gegen. Ne? Ja, das kannst du. So, wiegt ja nichts, das Ding. Außen können wir ja nichts. Aber du hast dann die Klebeschmutze hinterher. Jawohl. Sieht so fett aus, dass ich leider ein Foto von machen muss. Weil es so glänzend ist. Okay. Ja, die Amis machen das ja bei den Kupferdichtungen für die Drexler. Die werden mit der Schmutze da eingeklebt, sonst schraubst du den Kopf drauf und das Wasser läuft hier so raus. Echt so krass? Ja. Ich hätte gedacht, dass das Kupfer trotzdem so weich ist, dass ich das überall... Nein, keine Chance. Okay, das habe ich auch schon entfettet. Das heißt, wir können theoretisch den ersten Kupfer... Man macht nicht erst zwei Bolzen rein oder so? Nö. Also geht schon, aber ich zeig dir gleich warum. Ja. Ich zeig dir gleich warum. Weil diese Passung... Ja, da hat jemand viel Fingerspitzengefühl. Hast du das etwa schon mal gemacht? Nee, weil hier kann ich jetzt nochmal zeigen. Das da ist ein Loch, das hat vielleicht 11,04 oder so, weil diese Auflagefläche von der Mutter so tierisch klein ist. Ja. So, weil die da so vertieft drin sind. Ne? Da ist auch so ein Stahleinsatz drin. Mhm. Mit zwei Bolzen geht es gerade noch so, hast vier Bolzen, kriegst den Kopf schon kaum mehr drauf. Weil das einfach so eng, so eng toleriert ist. So, jetzt bin ich gespannt auf euren
eure Variante, Thema Paste auf dem Bolzen. So zum Reindrehen. Wegen Schmierung und so weiter. Ja. Unten am Gewinn, dem Block, hätte ich gesagt, reicht geölt oder so. Mhm. Aber oben brauchst du, denke ich, ARP-Paste. Ja, ja, die ich habe unsere Paste mit. Okay, das heißt ganz normal, hier sieht man nämlich nochmal diese Mutter. Mhm. Und dieser kleine Bund ist alles in Auflagefläche. Eieieiei. Aber du hast doch da, gibt es keine Scheiben? Oder? Nein, geht ja nicht, weil siehst du den Durchmesser, wie klein es ist? Und bei den anderen, ist das bei allen so? Ist bei allen so. Aber ihr habt die Köpfe ja schon festgeschraubt mit sowas. Ja, ja, klar, das ist ganz normal. Ist aber nicht so, dass ich das dann so gesetzt habe, das sind ja der Stoßbolzen klemmt den Kopf nicht wieder hoch. Und es ist auch tatsächlich so, dass halt dieses Kleine sich da halt immer so verformt. Ja, mhm. Also, okay. So, und deswegen ganz besonders wichtig, also hier müssen wir auf jeden Fall richtig Paste drauf machen. Da machen wir es sogar immer so einmal gegendrehen, nochmal rausdrehen, nochmal Paste wieder drauf und wieder rein. Mhm. So, und hier würde ich auch einfach nur ein bisschen Tropfen Öl drauf. Ja. Tropfen Öl drauf und fertig. Habt ihr da Spezialpaste oder reicht euch irgendwelche ARP-Paste? Nee, ich habe Paste mit hier. Ah, sehr schön. Das Einzige, wenn du hast, einen kleinen Pinsel, den habe ich vergessen. Ja, aber nicht hier. So, oder besser gesagt, vielleicht hier, aber ich weiß nicht wo. Weil das, dann würden wir unsere Finger nicht ganz so schmutzig machen. Sonst, ich hätte alle noch mal hier, vielleicht da. Ja, sonst geht's so auch. Tasche ist doch, doch. Aber 80 Mal gepumpt, ganz vorsichtig. Aber sie muss heute noch gar nicht benutzt worden sein. Deswegen hat es dann leicht gespritzt. Ich hole mal eben Taschentücher, weil mit mir geht der Heuschnupfen durch. Ja. Wie lange ich kein RS4-Motor mehr zum Gebot habe. Richtiges Highlight hier heute. So, das Traurige wird gleich sein, wir können euch leider gleich nicht mehr viel mehr zeigen. Weil, ihr habt ja Miguel gehört, wir können den Kopf nicht wieder abbauen. Er würde es nicht machen. Das heißt, das ist jetzt, wir haben gleich das letzte Mal können wir gleich die drei Kolben uns angucken. Auf der Seite habe ich mich gerade schon innerlich von verabschiedet. Und dann geht es mit der anderen Seite los. Also mit der Paste niemals geizig sein. Das ist auch kein Problem im Ölkreislauf. Lieber zu viel als zu wenig. Weil gerade bei dieser kleinen Auflagefläche beißt sich das beim Anziehen. Wir machen hier gleich 130 Newtonmeter drauf. Natürlich so richtig rein. Deswegen sollte das schon richtig. Es gibt auch, glaube ich, nichts, was mehr Dreck verursacht als diese Paste immer. Reicht die länger? Ja. Perfekt. So. Flup. Wo bist du? Ja. Der kann auch fast nichts, der macht nichts kaputt. Wenn es ein bisschen klemmt, hört er schon auf. Oben in der Mitte draufdrücken, dann rastet er ein. Ja. Macht das Leben einfach. Ich glaube sogar, der hat sogar Automatik, ne? Kann das sein, dass ich nur einmal drücken muss, der hört dann auf? Nein. Nee, das halt. So ein Gimmick. Wir nehmen den für Pleuelschrauben und so, weil der wirklich beim Kleinen ein bisschen stehen bleibt. Wenn man einen Hauch klemmt. Du kannst ihn auch als Ratsche benutzen. Ah, geht? Okay. Ja. Das macht es natürlich deutlich einfacher. Zzt. Wie lange hält der Akku hier? Weiß ich nicht. Lang genug auf jeden Fall. Ja. Der ist irgendwie. Jetzt, wo du sagst, wird er sich daran erinnern, dass er jetzt wahrscheinlich ausgehen muss. Ich
So, das war Variante Nummer 1. Jetzt kann man den umstellen hier so. Nee. Worauf? Zu? Kann er andersrum auch? Ja. So, jetzt holen wir die Waffen alle wieder raus. Gucken uns einmal die Auflagefläche an. Leichter gesagt als getan. Ja, das sieht gut aus. Da ist genug Fett dran. So, ja, jetzt haben wir immer gemacht 40, 80, 130. Ihr kennt euch aus. Würdest du jetzt also nicht für diese, für die Schneidringe irgendwie anders machen? Also? Nein, auf keinen Fall. So wie ihr gehabt? Ja. Okay. Dann brauchen wir ein Drehmoment. Da haben wir welche. Okay. Zwei Stück. Wie lange ich keinen Kopf mehr angezogen habe. Wobei, wir verändern das mal. Wir machen mal 60. Und 100. Machen wir, wenn es gleich knallt, Feierabend. Warum sollte es knallen? Ja, nicht, dass irgendwie doch irgendwie der Kopf ein bisschen in der Luft hängt. Irgendwie nein, haben wir gerade ausgemessen. Sich irgendwas verspannt. Ja, auf den Ring ist natürlich ordentlich Druck, gar keine Frage, aber das ist ja Ihre Aufgabe. Aber die Dichtung war unwesentlich dünner als die Schneidringe. Ich hätte jetzt gedacht, wenn die Schneidringe einen halben Millimeter dicker gewesen wären als die Dichtung, hätte ich gesagt, hei, ja, 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 die müssen ja aber tief ins Material beißen. Aber so sind es ja nur ein paar Zehntel und da ist man doch auf der sicheren Seite. Es ist ja auch nicht so, dass die Zähne vollständig im Material versinken sollen und die Zwischenräume zwischen den Schneidringen durch das Alu aufgefüllt werden sollen. Also so brutal soll das ja gar nicht sein. Wäre ja auch übel, da müsste man den Kopf jedes Mal, wenn man runternimmt, einen halben Millimeter planen. Ja, stimmt schon. Wir drücken natürlich jetzt schon ins Alu massiv rein. Ne? Das heißt, das wird als erstes aufgehen. So, das sind jetzt 90. Vom Anziehen her fühlt sich das immer gut an. Da haben wir gute Erfahrungen gemacht, wenn wir an den Bolzen unten diesen Ansatzkonus ranmachen, der sich jetzt unten in der Bogen abstützt. Super Sache. Dann ist das beim Anziehen so richtig schön definiert, sage ich jetzt mal. Ja. Und nicht so wabbelig, dass es knallt und knackt. Ja, wenn man sich ARP-Bolzen kauft, denkt man auf Jungs. Die Arbeit hätte ich euch auch noch reinstecken können. Am Preis kann es nicht liegen. Ja, ich denke mal, fertigungsmäßig wird das Problem sein, dass die Maschine das irgendwie, also das wäre ein Arbeitsschritt mehr gewesen bestimmt. Ja, ja, natürlich, selbstverständlich, ja klar. Es muss doch mehr. Aber es ist halt, ich sag mal so, Serienproduktion und die Jungs verdienen ja nicht wenig daran. Ja. Ja. Oder die Amis sind halt einfach noch nicht hinterhergekommen. Das ist möglich. Manchmal kann man sich wirklich sowas so mal tauschen ist. So, jetzt der spannende Moment, 130. 130 ist eine Ansage. ML. Ich überlege, ob ich seit dem Lambo-Kopf überhaupt mal wieder einen Kopf drauf gesteckt habe. 130. Bei der kleinen Auflage. Ich habe sogar teilweise 135 schon nachgezogen. Gut. Immer ohne Probleme. Knall. Wie kritisch siehst du das, wenn man es nicht in einem Stück durchzieht? Sehr. Weil dann verfälscht nicht die Reibwerte. Muss durchziehen in einem Rutsch. Okay, ich habe nichts gefragt. Du hast ja einen Stick-Slip-Effekt. Das heißt also, wenn du stehen bleibst, hast du Haftreibung. Und wenn du drehst, hast du Gleitreibung. Mhm. Und Haftreibung ist immer höher als Gleitreibung. Das heißt, du täuschst ein höheres Drehmoment vor. Und das hättest du nicht, wenn du noch den funktionsfähigen Schmierfilm machst in der Drehbewegung. Mhm. Also bei der letzten versuche ich es auch immer in ein Stück durchzuziehen, deswegen greife ich ja schon so über. Aber die davor. Aber manchmal einfach nicht.
Soll ich die blöde Matte mal wegnehmen? Nachher legt man sich auf die Nase. Sehr rutschfreundlich. So. Und noch weiter als so? Ja, ich hoffe nicht. Ah. Du würdest sie wirklich einfacher anziehen, weil diese, weißt du, das ist diese Kraft so aus der Schulter irgendwie, Leute. Das habe ich schon ganz oft bei Leuten beobachtet, die ein bisschen kräftiger sind, die machen das schon wirklich deutlich. Deutlich lockerer. Ja, knappt das ein bisschen? Ja. Das war längst ja, das war so typisch Reibung im Gewinde, ne? Wenn das so knackt, ne? Ja, die müssen wir am Ende noch mal einmal abknacken. Mhm. Wird die eine, die so komisch geknackt hat, sogar eventuell wieder lösen. Und noch mal einmal neu erziehen. Ja, das ist der Problem. Das Problem, wenn man dann doch zu wenig von der Paste drauf hat. Ah. Okay, also du sagst, die nochmal lösen? Ja. Mit Drehmomentschlüssel lösen? Oder wie seid ihr da so drauf? Kannst du ja. Ist ja egal, spielt keine Rolle. Ja, ganz viele sagen ja immer, mit Drehmomentschlüssel löst man nicht. Also. Wie weit lösen? Schon ein ganzes Stück. Komplett und ja. Neue Paste drauf. Richtig. Das heißt, sagst du, ist für Kopfdichtung und so in so einem Fall immer kein. Also es ist jetzt nicht super, natürlich, selbstverständlich, aber als einzelne Schraube geht das. Boah, aber guck mal, wie schön dieses Kupferzeug da so leicht rausquillt auch. Ne? Mhm. Das sieht schon. Oh, eigentlich ist Paste sogar noch. Oh, dann legen wir lieber nochmal nach. Ja, schade. Es gibt keine Art und Weise, wie man die Funktion der Kopfdichtung irgendwie überprüfen kann, eigentlich ausgebaut, ne? Ohne dass der Motor läuft. Nein. Kann man nur. So, würdest du sie jetzt wieder in Schritten anziehen oder in einem Stück? Das kannst du ruhig in einem Stück, weil es geht, also die Schritte sind ja dafür da, dass sich die Kraft gleichmäßig auf die Kopfdichtung verteilt und die Kopfdichtung gepresst wird. Mhm. Und die ist ja von den anderen schon gepresst. Muss ich mal gucken, dass ich. Oh. Folgt auch das Umgreifen gerade so, ne? Die Welt wieder lachen hier. Ich bin außer Atem hier. So, dann machen wir die auch nochmal einmal, weil die hat auch so ein bisschen geknackt. Ich schaue anderen beim Arbeiten zu, das ist ungewohnt. Ach, seid ihr gegönnt. Danke. Das ist normalerweise meine Aufgabe immer. nee, also vom Anziehen her fühlt sich gut an. Mhm. Muss ich so sagen. Konnte ich jetzt nichts feststellen, was mich irgendwie beunruhigt. Ja, ist eure Arbeit. Wie viel Newtonmeter kriegen die beim Originalmotor? 110. Mhm. Wobei, boah, ganz ehrlich gesagt, ich glaube, ich habe beim Originalmotor nie eine originale Kopfschraube festgezogen. Mhm. Die ARP 2000, die kriegen so 110. Mhm. Da gab es ja auch zwischenzeitlich mal von Raceware, ist auch so eine Marke, wo es die auch zu kaufen gibt. Da war das Problem bei 110 schon so, dass sie die eigentlich angezogen hat. Nee, es gab früher nur von Raceware, gab noch keine ARP dafür, wegen dieser Mutter. Die haben original auch so eine Riebenuss oben. Mhm. Katastrophe, verkantest du minimal, bricht die immer gleich auseinander, die Nuss. Oh, cool. Weil die Flanken halt so eckig sind. Mhm. Und 110. Und da war es schon mit 110, war schon immer so, dass sich krass anfühlte. Aoi. Alle fest? Kritischer Blick? Nein, überhaupt nicht. Es freut mich ja, wenn der Motor vollendet wird. Nee, sieht man jetzt richtig schön, wie so. Ich so ein bisschen sogar das Kupfer so minimal rausdrückt. Nicht viel. Geil! Ja, wie gesagt, wenn du eine normale Kopfdichtung, eine Serienkopfdichtung anfasst, die ist klebrig. Die haben eine Kunststoffbeschichtung. Mhm. Ich würde sagen, nächste Seite. Und seid ihr zufrieden mit eurem Werk? Im Wesentlichen ja, natürlich. Allerdings hat man immer Angst, dass das Fehlerteufelchen auf der Schulter gesessen hat. Ganz zufrieden ist man bei jedem Motor erst, wenn es einwandfrei läuft und dicht ist und Öl hochstimmt, das Ding funktioniert. Das ist immer so. Ich bin auf jeden Fall ein
Und was das dann, was das Finalisieren angeht, auf jeden Fall auch eher der gewissenhaftere Typ, der alles doppelt kontrolliert. Mhm. Also da, also ich muss auf jeden Fall sagen, war auf jeden Fall goldrichtig, den Motor herzubringen. Mir hat's ultra Spaß gemacht. Danke sehr. Auch gerade, wie viel unsere Zuschauer durch dich und deinen Sohn auf jeden Fall lernen konnten. Denke ich mal schon. Das war für unseren Channel auf jeden Fall, waren extrem coole Videos bei. Deswegen an der Stelle von mir und wahrscheinlich auch von euch nochmal vielen, vielen Dank für die ganzen Stunden, die wir hier verbracht haben, um das Ganze auch bildlich aufzunehmen. Umgekehrt, wir danken dafür. Das heißt, wenn ihr jetzt RS4 Motoren habt, könnt ihr natürlich selbstverständlich auch hierher bringen. Weil noch seid der RS4 Motoren gar nicht so viele noch nicht so gemacht. Nein. Eher RS4 Motoren. Ja, wir sind, ich sage mal, unser Hauptaugenmerk liegt auf der mechanischen Bearbeitung von Motorenteilen. Das heißt also nicht mal die Komplettierung von Motoren, sondern maximal Shortblock mit Kolben-Kurbelwelle drin. Und Köpfe bearbeiten. Normalerweise schrauben wir noch nicht mal die Köpfe auf die Motoren. Und die Ausnahme sind eigentlich nur die amerikanischen V8. Ja, aber es würde ja schon vollkommen reichen, einfach nur Block bohren, vielleicht Versteifungsplatte, Ringe und sowas alles. Ne? Das sind ja schon die Hauptschritte. Ja, dann sucht ihr auch noch Verstärkung. Meinte Kevin zu mir? Ja, ganz genau. Es ist sehr schwierig, geeignetes Personal zu finden. Wir sind jetzt, ich sag mal, durch ein paar Täler der Tränen gegangen, personell in der letzten Zeit. Und das war unglücklich. Die Leute müssen qualifiziert sein, müssen Spaß an der Sache haben und müssen Engagement besitzen und ein bisschen was im Kopf. Und nur Engagement, ohne dass man etwas kennt oder weiß, reicht halt einfach nicht. Und dann ist es oftmals so, man fängt mit viel Engagement an, dann stellt man fest, oh, ich mache mich dreckig, oh, ist anstrengend. Ich muss, obwohl ich schmutzig bin, trotzdem präzise arbeiten. Mhm. Und dann irgendwann verlieren relativ viele Leute die Lust. Mhm. Da braucht man Durchhaltevermögen. Das ist halt nicht Knöpfchen drücken und glücklich sein, sondern es ist wirklich ständig mit Konzentration 8 Stunden oder 10 Stunden am Tag dabei sein und das über Wochen und Monate und das fordert einen schon so ein bisschen. Aber dafür kann ich mir vorstellen, wenn man erstmal drin ist, gehen so 8 Stunden extrem schnell vorbei, weil man halt immer so am Ball ist und man macht halt auch eigentlich jeden Tag was anderes, weil jeder Motor ist dann ja doch irgendwo ein bisschen anders als der andere. Finde ich zumindest immer. Mein Traum ist es ja, solche Mitarbeiter zu haben, dass ich genau weiß, hör zu, ich brauche nicht ständig da zu gucken, sondern ich gebe dir eine Aufgabe und er erfüllt die Aufgabe selbstständig. Ich weiß, er ist gewissenhaft genug und macht das und ich brauche das nicht alles ständig nachzukontrollieren. Das ist der Traum. Und wenn die Mitarbeiter mal da so sind, dann ist das großartig. Dann harmoniert das auch und dann funktioniert das auch. Mhm. Das ist eine gute Sache. Ja, also wenn ihr Bock bekommen habt, bewirbt euch einfach. Hat man ja nichts zu verlieren. Vielleicht ist ja einer bei. Der Bock hat hier den nächsten V6 zu bauen. Okay, ja, dann laden wir jetzt tatsächlich diesen Motor ein. Der kommt zu mir. Ich habe mir so ein geiles Gestell geschweißt, wo ich so mit Längsträgern, mit allem so alles dran bauen kann. Also es ist quasi wie ein Vorderwagen-Räuber. Mhm. Aber so weit weggeschnitten, dass man schön an die Krümmer rankommt, an die Turbolader rankommt und so weiter. Mhm. Dort können wir jetzt einmal alles finalisieren mit Ölleitungen und hier so mit Wasserkreislauf und ach, was weiß ich nicht alles. Und dann hoffe ich mal, wenn das Ganze auf den Motorenprüfstand geht, dass ihr vielleicht auch mit am Start seid. Ja, das wäre eine Überlegung wert. Mhm. Interessant ist es auf jeden Fall. Was denkst du, die Abdichtung, die wir heute gemacht haben, ladedruckmäßig, was kann die? Also 3 Bar sind kein Problem. Ich weiß, dass die in der Formel 1 mit 4 Bar gefahren sind, aber das wäre jetzt sehr vermessen zu behaupten, dass man sagen könnte, ohne irgendeinen Versuch gefahren zu haben, dass das hält. Mhm. Aber ich denke mal so, 3 Bar sollten machbar sein. Bauchgefühl, viel Bauch, viel Gefühl. Ja, die haben wir mit den Kupferringen vorher schon gefahren immer. Ja, also. Also 4 Bar, vielleicht. Probier's aus. Jetzt, wo du dich mit dem Motor eingegroovt hast, was leistungsmäßig, was denkst du? Also wenn wir hier so wirklich so eine echte 1400 draufdrücken, meinst du, das ist irgendwie machbar? Oder? Wenn einer das schafft, dann ihr. Okay. Es kaputt zu machen. Die Leistung zu erzielen. Nee, also jetzt, wo das alles so, ich sag jetzt mal einfach gerade, linear, schön, cool, perfekt mit der Abdichtung, mit der 15 mm Platte, das ist ja wirklich ein Oschi hier drunter. Ja. Dann die Böcke, die ihr passend dazu gemacht habt, die Trockensumpf, die Abdichtung. Boah, ich glaube, viel mehr kann man dann jetzt auch wirklich nicht machen, außer einfach das ganze Teil aus dem Vollen zu fräsen. Aber ja, nee. Bin ein bisschen sprachlos, deswegen würde ich sagen, wir laden das Ding jetzt ein, genießen noch den Moment. Im nächsten Video mal gucken, wie es weitergeht. Aber jetzt nehmen wir mit und können zu Hause nämlich Motor weiterschrauben, weil da haben wir nämlich aktuell noch Platz und Kapazitäten für. Und dann gucken wir mal. Und ihr seid jederzeit in Hannover willkommen. Ja, danke sehr. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.